Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier im LS22 News Studio Spezial. Heute mal keine Neuigkeiten von Giants, sondern aus der Hirschfeld-Community. Und ja, es geht um den LS22, weil wir vorher noch was zu erledigen haben. Es gibt ja einen LS19 und bevor der LS22 jetzt kommt, das ist nicht mehr lange hin. Ne? Wir haben jetzt ähm, noch ziemlich genau 22 Tage. 23, wenn man genau nimmt. Aber die Zeit wollen wir noch überbrücken und die Hirschfeld Community hat sich gedacht: Wir machen gemeinsam noch eine riesen Abschiedssause für den LS19. Wir verabschieden ihn gebührend und werden deswegen einen Mega-Stream starten. Für viele, die unseren Kanal kennen, die wissen schon dass wir um die Weihnachtszeit herum damals so einen Megastream gehabt haben, um die Community zusammenzubringen, um in Corona die Leute einfach auf den Punkt zu haben und gemeinsam zu haben und da wurde viel erzählt. Das ist, ähm, glaube ich, ein außergewöhnliches Projekt gewesen. Und das wollen wir nochmal, ne, wiederholen will ich nicht sagen, es gibt eine Fortsetzung dazu und lasst uns doch dafür mal auf die Webseite schauen. Der Link ist natürlich in der Videobeschreibung und auch nochmal unter diesem Video zu finden. Das heißt, zu dieser Webseite, die zu dem Projekt existiert, könnt ihr auch navigieren, könnt euch informieren darüber, was da passiert. Die ist, ähm, da wird sicherlich noch hin und wieder was passieren und was aktualisiert werden, aber grundsätzlich findet ihr auf dieser Seite alle Informationen zu diesem geplanten Megastream, der, wie es offenkundig hier zu sehen ist, am 1.11.21. sprich morgen um 18 Uhr startet. Worum geht es in dem Projekt? Also, wir wollen nochmal zeigen, was der LS alles kann und eine, wie gesagt, eine Riesenparty daraus machen. Und was liegt näher als Party? Eine Maisparty. Das heißt, da in diesem Stream werden für die nächsten 15 plus Tage, also auch beim letzten Mal haben wir festgestellt, dass die 10 Tage nicht ausreichend waren, also werden wir 15 plus Tage live auf Twitch streamen. Mit einem Automatisierungssystem. Das heißt, es wird dort weiter gehäckselt, es wird dort weitergearbeitet, es wird Bilder geben, es wird Musik geben, es wird Chat-Interaktivität geben, aber die sind nicht von uns moder also im Stream moderiert. Die sind natürlich, der Chat ist moderiert, aber der Stream entsprechend nicht. Jetzt sagt ihr, ja, was passiert denn dann da? Mit Autodrive und ähm, Ive werden die mit der Mais abgefahren, wird in Silos gefahren. Ich möchte noch nicht alles verraten, da kommt noch einiges mehr, aber ähm, ihr dürft gespannt sein. Es wird Upgrades geben, es wird Interaktivität geben. Ähm, aber lasst uns vielleicht mal die Webseite durchgehen, was ihr dort alles findet. Also klar, es gibt diesen ähm, Stream-Banner mit allen wichtigsten Informationen. Dann gibt es hier den Trailer dazu, vielleicht habt ihr einige von euch schon gesehen. Und dann die Projektbeschreibung, ja, es sind 1000 und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. 1834 Hektar Mais. Und wenn ihr jetzt fragt, wo gibt's denn das? Das steht hier auch drin. Wir spielen das auf der Karte Land Down Under. Da gibt es eben ein, das ist eine ähm, 16-fach Karte, die eben eine Seite der Karte komplett als Feld hat. Wir haben Mais drauf angesetzt. Und das muss runter. Ich sage euch aber ganz ehrlich, das ist eine riesen, riesen Aufgabe. Und wir haben natürlich ein paar Tests gefahren, aber wir haben nicht das Ganze durchprobiert. Ich kann euch nicht sagen, wie lange das dauert. Und das hängt auch hat auch ein paar Variablen. Das heißt also, ihr könnt da mit eingreifen. Da kommen wir auch zum nächsten hier. Das Ziel ist eben natürlich, das zu häckseln und vielleicht auch noch weiter zu verarbeiten könnte sein. Schauen wir mal, wie wir da weiterkommen. Und das geht aber tatsächlich dann nur mit eurer Hilfe. Wir werden mit einem kleinen Häcksler starten. Wir werden am ersten Abend ein paar Vorbereitungen treffen müssen mit euch gemeinsam. Das heißt, am 1.11. ab 18 Uhr streamen wir diese Automatisierung auf Twitch. Aber auf YouTube streamen wir eben kommentiert, was wir da machen, wie wir das machen, wie wir das einstellen. Da werden ähm, Willi und ich euch erklären, Genau, was, was wir tun und wie der Plan ist, ne? wie auch der Autodrive-Aufbau-Plan ist und, und das da kommt. Aber just danach, also wir werden bei null, also mit null Euro starten in das Projekt, werden dann Kredit quasi aufnehmen, um die ersten Geräte uns leisten zu können. Und eure Kanalpunkte, die ihr auf Twitch übrigens kostenlos bekommt, also fürs Zuschauen und fürs Kommentieren und fürs Mitmachen da, Bekommt ihr Kanalpunkte automatisch? Müsst ihr keinen Cent für ausgeben, ist völlig kostenlos. Und ähm, mit diesen Kanalpunkten könnt ihr dann im Stream helfen. Das heißt, ein, äh, ähm, ein Punkt von euch sind 10 Euro in-game. Das heißt, ähm, wir sammeln so Upgrade-Packages. Das gibt so ein Community-Upgrade. Das können wir hier unten vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer uns angucken. Machen wir eben das Bild auf. Da seht ihr unten rechts im Twitch-Chat, gibt es die Möglichkeit, also da klickt ihr mal auf diesen kleinen Hirsch, das sind die Hirschies, die Kanalpunkte. Und ähm, wenn ihr da draufklickt, bekommt ihr direkt oben angezeigt die ersten eigenen Geräte. Noch 20 Tage ist das, war das in dem Moment, wo ich den Screenshot gemacht habe, aktiv, ähm, 0% gesammelt. Das heißt, just in dem Moment, wo der Twitch-Stream losgeht, könnt ihr diese Kanalpunkte einsetzen, um dieses Community... Thema nach vorne zu treiben, sprich, um ein Upgrade zu bringen. Ansonsten werden wir erstmal mit ähm, dem geliehenen Gerät arbeiten, was uns natürlich ins Minus treibt. Und ähm, auch dazu führt, dass wir vielleicht dann irgendwann nicht mehr tanken können. Das Ist auch so eine Sache. Ähm, das heißt, es ist von euch abhängig. Ein Kanalpunkt heißt also 10 Euro Ingame, die werden wir immer wieder in Upgrade-Streams bringen. Das heißt, so alle zwei bis drei Tage. Je nach Herausforderung, auch je nachdem, wie ihr mitmacht, wie viel ihr ähm, an Kanalpunkten einzahlt, werden wir ein Update-Stream auf YouTube machen und dann, ich werde es natürlich ankündigen, und ähm, dann werden wir die Upgrades einführen. Wenn wir werden das Geld gut schreiben, eben was von dieser Community-Challenge ähm, zusammengetragen wurde, und davon werden wir dann ein größeres Gerät kaufen mit Upgrades. Kaufen und auch mehr. Das heißt also, dann wird nicht nur ein Häcksler fahren, sondern wenn vielleicht zwei, drei, vier irgendwann fahren mit entsprechender Abfahrerkolonne. Wird also dann irgendwann schon relativ groß. Das dazu. Dann gibt es noch weitere Möglichkeiten zu interagieren. Also, es ist so, wir hatten hier gerade über die Upgrades gesprochen. Es gibt aber bei den Kanalpunkten auch noch einen weiteren Bereich. Und da können wir uns das hier mal angucken in der Mitte. Es gibt die Möglichkeit, mit deutlich weniger Kanalpunkten Interaktion zu erzeugen. Das heißt also, ihr steuert die Ansicht im Stream auf Twitch. Wenn ihr also auf Twitch seht, dass der Hexler gerade fährt, ne, ihr seid in der Innenansicht des Hexlers, ähm, die seht ihr, setzt ihr die Kanalpunkte ein und sagt, ich möchte die Kameraansicht von außen haben, dann gibt es hier die, diese 40 Punkte für Kamera C setzt die ein, die 40 Punkte, und dann habt ihr die Außenansicht des Häckslers. So, und wenn ihr sagt, ich möchte das jetzt aber drehen gerne, dann könnt ihr tatsächlich die Ansicht des Häckslers drehen. 60 Grad, ähm, Moment, Entschuldigung. Ich glaube, es sind 90 Grad rechts, 90 Grad links. Je nachdem, was ihr da gerade machen möchtet. Und dann habt ihr die Möglichkeit, auch durchzutappen. Das heißt, ihr gebt einen Kanalpunkt rein, tab next, und schon springt ähm, die Ansicht in das nächste Gerät. Da sind wir natürlich ein bisschen auf eure Mithilfe angewiesen. Also zum einen geht die An der Ansichtwechsel nur durch die Kanalpunkte. Zum anderen gibt es natürlich eine bestimmte Reihenfolge beziehungsweise eine Zeit, die das braucht. Das Drehen ähm, der Kamera sind glaube ich vier fünf Sekunden. Das heißt, für die Zeit aktiviert er kein nächsten kein nächstes Event, damit es nicht so chaotisch wird. Ne? Ähm, aber wenn ihr es gar nicht macht, dann gibt es eben keine Interaktion, dann seht ihr eben, dann läuft der Hexler einfach in einer Tour durch ohne dass ihr was anderes sehen könnt. Also, die Möglichkeit habt ihr, könnt reinzoomen, rauszoomen. Das heißt, da ist schon eine ganze Menge möglich, um selber eben Einfluss darauf zu haben, was ihr seht in diesem Stream. Und dann gibt es noch eine vierte äh, eine dritte Möglichkeit, das ist eben die Möglichkeit, ein paar Sounds abzuspielen auf dem Streaming-Rechner, dass das quasi ist im Prinzip so eine Art Emote-Icons, aber Emote-Sounds. Das heißt, ihr ähm, gebt Kanalpunkte rein und dann spielt ein Song, ein, ein Muhen, ein Heartbeat ab, ähm, indem ihr eben zusätzlich noch ein bisschen Action in das Ganze reinbringen könnt. Dann wird es natürlich während der Upgrade-Streams... Vielleicht auch manchmal während der Twitch-Streams, vielleicht mache ich das dann mal im Chat, das weiß ich noch nicht so genau, ähm, kleinere und vielleicht auch größere Gewinne geben. Ähm, aber dazu verraten wir noch nicht zu viel. Na, da wird auf jeden Fall was passieren. Ja, ansonsten seht ihr hier natürlich auch die Streams. Wenn ihr diesen Links hier folgt, dann kommt ihr natürlich auf die Seiten. Da werdet ihr auch entsprechend darauf hingewiesen, was da als nächstes kommt. Es ist nie verkehrt, ein kostenloses Abonnement dazulassen. Dann bekommt ihr nämlich auch Informationen und die, die Stream-Starts, ne? also die Informationen. Es wird so sein, und das müssen wir vielleicht auch noch nennen. Ähm, der Stream soll wirklich die 15 plus Tage durchlaufen. Es ist aber so, dass Twitch irgendwann so einen Cut macht. Das läuft dann trotzdem weiter. Also, dann müsst ihr einmal den Browserfenster neu laden. Aber ich glaube, so alle, zwischen alle 24 und 36 Stunden cuttet Twitch das einmal. Und dann geht es weiter. Das hat wahrscheinlich mit Hardware-Technik zu tun. Dann geht es aber sofort weiter. Ihr müsst nur einmal den Browser neu laden. Dann seid ihr wieder drin. Ja, ich hoffe, es ist alles erklärt worden zu diesem. Und das ist es. Das ist das größte Projekt im LS19. Diese Nummer in, der, in dem Ausmaß, in der Länge, in der Automatisierung hat es im LS19 nicht gegeben und ich prophezeie, wird es wahrscheinlich auch nicht mehr geben. Das ist die große Abschlussparty und damit feiern wir nicht nur Giants für den LS19, sondern natürlich auch die ganzen Modder, die das gebaut haben, die die Skripte gemacht haben, die uns Mods gebracht haben. Das soll eine Ehrung wirklich für alle Beteiligten sein, die den LS19 zu dem gemacht haben, was er war und natürlich für uns eine kleine Vorfreude, eine Überbrückung eben bis wir mit dem nächsten LS22 starten können. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr seid aktiv dabei. Beteiligt euch daran. Es geht nur mit euch. Ne? Ähm, auch ein Danke natürlich an die Hirschfeld Real Seniors, an die ähm, Hirschfeld-Community, an die ähm, Kanalmitglieder auf YouTube, die sich bereit erklärt haben, mit zu moderieren, den Twitch-Stream. Es geht natürlich nicht ohne, man muss ein Auge drauf haben, ne? man, das darf nicht ähm, unmoderiert daherlaufen. Ähm, wenn ihr in der Nacht werden wir auf Emote Chat umschalten bei Twitch. Das heißt, ihr könnt dann nicht mehr schreiben, sondern ihr könnt nur noch Emotes reinschreiben. Das ist eben in dem Moment, wo kein Moderator gerade dabei sein kann, weil wir auch hin und wieder schlafen müssen. Deswegen ähm, da könnte es sein, dass es so ein paar Stunden geben wird, wo kein Moderator anwesend ist. In den paar Stunden wird es eben nur ein Emote Chat auf Twitch geben. So, jetzt aber wirklich. Jetzt habe ich ganz viel erzählt und ich hoffe, ich habe alles. Ansonsten, falls ihr noch Fragen habt, seid morgen Abend 18 Uhr dabei auf Twitch und auf YouTube, auf YouTube mit der Tonspur, damit wir eben passen können, auf Twitch, damit ihr direkt seht, was da passiert, was ihr einsetzen könnt, wie ihr das benutzen könnt. Und ich freue mich sehr darauf und bin sehr, sehr gespannt, wie das bei euch ankommt und was ihr auch aus diesem Projekt macht. Das kann, wie gesagt, funktioniert nicht durch mich. Ich habe eine Idee reingebracht. Willi hat mir geholfen, das umzusetzen. Die Moderatoren haben sich angeboten, sich da reinzubringen, haben Ideen reingebracht, was man wie machen könnte. Aber jetzt liegt es an der ganzen Community zu zeigen, ob das die Feier werden kann, die wir uns daraus wünschen. Meine Lieben, seid dabei und ich wünsche euch noch ein schönes Halloween. Happy Halloween. Denkt immer dran, eine süße, sonst gibt es saures. Und dann sehen wir uns morgen Abend, 18 Uhr. Arrivederci, alles Gute, bye bye und ade.